Dann ein herzliches Willkommen und eine Verwunderung von mir, dass um die Zeit für, ich sage jetzt mal, doch einen relativ themenfremden Vortrag noch so viel Interesse ist. Das freut mich natürlich. An wem ist denn im letzten Jahr so das Thema ACTA oder Urheberrecht vorbeigegangen? Wer hat von nichts bemerkt? Gegenprobe, wer hat davon was bemerkt? Wer ist denn jetzt ganz sicher? Gut. Ich werde versuchen, ein bisschen einen Rückblick und vor allem auch ein bisschen Grundsatzinformation, was tut sich da eigentlich, wer, wie, was, wo, so ein bisschen im Flug aus 10.000 Meter Höhe runterschauen und ein bisschen wie eine Orientierung zu vermitteln. Was sich da im Moment abspielt, schaut auf den ersten, zweiten, dritten und auf den letzten Blick ziemlich wahnsinnig aus. Also wer sich irgendwie beim Lesen der Nachrichten gedacht hat, das kann jetzt aber alles nicht euch ernst sein, dem muss ich sagen, A, es ist ernst und B, es ist auch leicht wahnsinnig. Wobei den Term Wahnsinn da relativ breit auslege, aber da werden wir später noch dazu kommen. Was ich am Anfang machen möchte, ist, ich möchte einmal eine kurze Einführung in das sogenannte Immaterialgüterrecht geben. Das heißt, da gehört alles dazu, was irgendwie ein Recht ist für Dinge, die man nicht anfassen kann, was schon mal ein kleiner Widerspruch ist, weil wenn es ein Ding ist und ich kann es nicht anfassen, dann ist das doch irgendwie ziemlich dinglos. Und ich wollte das Ganze eigentlich so als Stand-up-Comedian machen und bin heute 2 Stunden hinten gesessen, dort wo jetzt ihr sitzt, und bin dann drauf gekommen, das ist doch relativ viel, und habe mir dann doch ein paar Folien gemacht, um nicht den Faden zu verlieren. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass das wahrscheinlich die einzigen Retro-Schwarz-Weiß-Folien heute sind. Ihr müsst das aber eh nicht mitschreiben, und es gibt keine Prüfung. Ich habe mir das ehrlich gesagt schon überlegt. Rechtschreibfehler bitte auch behalten. Kurz, was ansteht in diesem kleinen Vortrag. Erst einmal Immaterialgüterrecht für Dummies in 5 Minuten. Ich muss dazu sagen, ich bin auch einer von diesen Dummies, also kein Jurist. Das Ganze also mit der ordentlichen Portion Skepsis betrachten. Auf der anderen Seite sage ich euch aber auch, mit dem, was ihr in den nächsten Minuten lernt, bitte geht's nicht raus und erzählst es zu sehr in irgendwelchen juristischen Zirkeln oder auf Wirtschaftskammern. Es passiert euch sehr schnell, dass ihr als Herr Kollege angesprochen werdet. Seltsam, aber Immaterialgüterrecht, so mal von ganz oben, Immaterialgüterrecht ist im Endeffekt ein Deal zwischen der Gesellschaft und einzelnen Personen oder Gruppen. Da geht es im Endeffekt ja immer um das Fördern irgendeiner Innovation, das Fördern von irgendwelchen Dingen, die passieren, wo man sich als Gesellschaft denkt, finde ich klasse. Das war irgendwie so der Deal deswegen. Immaterialgüterrecht ist ja sehr alt, und wenn früher irgendjemand zu seinem König gegangen ist und gesagt hat, du, ich habe da was erfunden, damit können Pfeile 15 Meter weiter fliegen, hat der König nicht gefragt, was heißt denn gern dafür, sondern hat gesagt, ja, ist klasse und das sagst du mir jetzt, weil sonst bist du mein Kopfkürzer. Das hat nicht so lange wirklich gut funktioniert, weil jeder hat gewusst, wenn ich mir was Gutes einfallen lasse, dann kriege ich Druck. Ich weiß nicht, wer von euch, viele sind ja wahrscheinlich noch auf der FH, aber es sind einige da, wo ich mir denke, die sind dann doch schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr weg von der FH. Wer in größeren Firmen arbeitet, kennt die Situation wahrscheinlich so in der Richtung, naja, ich weiß nicht, dass es so richtig schlau ist, das nicht, mir war da was eingefallen, aber ich halte besser den Mund. Um diese Geschichte gesellschaftlich ein bisschen anders hinzukriegen, gibt es diesen Deal im Immaterialgüterrecht, wo man sagt, okay, wer der Gesellschaft irgendwie was Tolles vermittelt, bringt auf die eine oder andere Art, der soll auch was davon haben. Und da geht es im Endeffekt, so wie es da steht, um Leistung für die Gesellschaft. Und Leistung ist eben so ein Begriff, der ist irgendwie schwer fassbar. Also was ist eine Leistung, was ist eine Leistung für die Gesellschaft? Es ist, wenn jetzt wer super tolle Sudokus löst,
dann ist das zwar klasse und das ist auch eine Leistung, aber die Gesellschaft wird daneben stehen und wird sich denken, naja, aber so viel habe ich da jetzt nicht davon. Wenn jemand eine Skulptur macht und dann stehen da welche und sagen, ja, eh schön, dann kann man als Gesellschaft sagen, ja, das mag ich. Ich mag das, dass Leute vor einer Skulptur stehen und sagen können, ja, eh schön. Und das ist mir dann was wert. Und im Endeffekt, Wert terminiert in unserer Gesellschaft immer irgendwie in Euros. Das heißt, wir haben halt immer irgendwie diese Geschichte von wegen, da sollte unten was Monetäres ausschauen. Zurück zu der Geschichte mit dem König und dem Bogen. Die Geschichte, was willst du dafür? Und der sagt dann, ja, ich hätte jetzt vielleicht gern 15 Kilo Gold. Da war der König auch nicht so heiß drauf. Also genau wie der König will die Gesellschaft irgendwie nicht gleich zahlen, nicht gleich Geld ausrucken, sondern sagt, ich hätte eine Idee. Weißt was, du gibst mir die Idee, du dokumentierst das in einem Patentamt oder du stößt das aus irgendwo, weil es so super toll ausschaut. Ein Geld gebe ich dir nicht, aber du bist dafür der Einzige, der es vermarkten darf. Das ist so der Kompromiss. Und das zieht sich in der Historie durch von den ersten Druckerpressen, weil das war die tatsächliche Wurzel des Urheberrechts, wo es im Endeffekt darum gegangen ist, die Investition in eine Druckerpresse irgendwie zu beschützen, weil da hat es wen gegeben, der hat die Druckerpresse gehabt und der ist dann zu jemandem gegangen, der Shakespeare-Kassen hat und gesagt, du hast da was Nettes geschrieben, ich veröffentliche das, ich mache das brat und ich kriege das Geld dafür. Das war natürlich eine klasse Idee im alten England, dass der Nächste gesagt hat, ja, der verdient mit seiner Druckerpresse und mit dem Shakespeare-Drucken so viel Geld, das kann ich auch. Ne? Und da hat man dann den Druckern gesagt, ja, machen wir einen Deal. Wir schützen die Investitionen in die Druckerpresse durch ein gewisses Monopolrecht beim Drucken. Dafür wollen wir, dass ihr nur die Sachen druckt, die uns halt gerade recht sind. Also es gibt da auch so einen gewissen Zusammenhang historisch zwischen Urheberrecht und Zensur, das wird ein bisschen später noch einmal kommen. Bei den DVD-Rekordern ist die Situation auch schon erkennbar, ein Link in die Vergangenheit, weil DVD-Rekorder ja diese Geschichte drinnen haben mit diesem Region Code und mit diesem, wie heißt das Ding, DCSS. So von wegen, du sollst das nicht kopieren, aber am Ende kannst du es trotzdem. Und da geht es eben darum, so irgendwie dieses Exklusivrecht, dieses Werk in diesem Land für die Kohle. Es gibt aber Ausnahmen. Ich brauche zum Beispiel jetzt, wenn ich mit meinem Auto nach Italien fahre, keine extra Lizenzrechte für das Darstellen meines Kotflügels in Italien zahlen. Nicht so ganz praktikabel. Was ein bisschen hängen bleiben soll, ist, es geht dabei bei geistigem Eigentum, da gibt es einen Spruch von einem Wiener Professor, der gemeint hat, das ist so ein Spruch aus der Mottenkiste und täuscht extrem über das hinweg, was es eigentlich ist, weil es sowas wie ein geistiges Eigentum gar nicht gibt. Geistiges Eigentum ist eigentlich sogar das genaue Gegenteil, es ist immer ein Eingriff in das Recht von jemand anderem. Es ist ein Eingriff in das, was du mit deinem CD- oder DVD-Player tun darfst. Es ist ein Eingriff in das, was du mit deinem Drucker tun darfst. Das sind Dinge, an denen du ein Eigentum hast. Und über das Immaterialgüterrecht wird in dieses Eigentum eingegriffen, um einfach diesen Platz zu schaffen für die Rechte des Patentinhabers, Urhebers, was auch immer. Also de facto eine Enteignung. Ist immer recht witzig, wenn jetzt irgendwelche Künstler und Kunstgruppen von wir werden im Internet enteignet reden und das so fürchterlich schlimm finden und nicht kapieren, was ihr eigenes Recht in Wirklichkeit genau auf diesen Prozess einer spürbaren Enteignung, weil sonst macht es ja keinen Sinn, aufbaut. Das ist auch nichts Schlimmes. Also diese Form der Enteignung, dieses du darfst was haben, aber wir sagen da, du darfst damit nicht alles machen, ist... Das ist ein Deal und das haben wir ja öfter. Also Jäger kennen das. Ne? Du darfst dir die Waffe kaufen, aber was du damit machen darfst, ist nicht so ganz freigeben. Hat also oft auch Sinn. Gibt es Fragen zu diesem Teil? Boah, muss ich gut gewesen sein. Ihr kommt dann alle durch die Prüfung.
Wer weiß nicht, was eine Patenthalse ist? Also wer kennt sie so mit diesem... Okay. Gegenprobe, wer weiß es? Wer ist sich nicht sicher? Ist was ganz Einfaches, ist ein Begriff, der aus der Schiff- bzw. aus der Seglerei kommt. Bei einer Patenthalse fährt man irgendwie so unkontrolliert schräg beim Wind und verpasst ein paar Dinge. Das führt dann dazu, dass einer dieser Teile, an denen das Segel ist, von der einen Seite des Schiffs einmal so rums auf die andere Seite rüber will. Mit ein paar Tonnen Winddruck kann das dann durchaus dazu führen, dass der Mast und die Hälfte der Crew im Wasser liegt und Teile davon muss man dann auch nicht mehr rausfischen, weil das hat sich erledigt. Und seit ca. 1980, eigentlich schon länger, aber seit ca. 1980 arbeiten die Patentämter, vor allem die großen, also das Europäische ist ein Zusammenschluss der ganzen Europäischen und ein paar anderen, die dort hinfahren, Brötchen essen und beschließen, was sie tun wollen. Die USA, Japan, Korea und ähnliche an einer Harmonisierung des weltweiten Patentrechts zu einem de facto gemeinsamen Patent. Das macht im Prinzip auch Sinn, weil im Moment hat man so die Situation, dass das überall ein kleines bisschen anders ist und es war vor vielen Jahren, war es noch viel schlimmer, da war Patentieren in den USA ganz anders als in Europa und in Europa und den USA wieder ganz anders als in Japan. Man hat allerdings 1980 einen weitreichenden Entschluss gefasst, nämlich den, die Politik nach Möglichkeit nicht mit solchen Kleinigkeiten zu befassen, das im Endeffekt intern zu machen und halt, die verderben eh nur alles, wenn das zu viele Leute wissen. Deswegen glauben im Moment zum Beispiel auch noch relativ viele österreichische Patentanwälte, dass man in Österreich keine Software patentieren kann, weil das geht nur in den USA. Wer letztes Jahr da war, war letztes Jahr jemand beim Vortrag? Kann man Software in Österreich patentieren? Sicher. Ja. Darum sage ich, immer aufpassen, wenn man unter Juristen steht und ein bisschen, man wird schnell Herr Kollege genannt. Ach ja, die Gastfolie. Die ist ein bisschen groß, deswegen... Falscher Zoom. Ich wollte das nicht extra ausmalen. Das ist ein Originalding vom japanischen Patentamt. Zusammenfassung der Dokumente bei ACTA gewesen. Und eines der Risiken des Patentsystems ist, dass die Anmeldungen immer mehr steigen. Und zwar rapide. Also man sieht, die Daten sind ein bisschen alt, 1,7 Millionen in 2005. Das Dokument ist aber aus 2009, also sie hinken da immer ein bisschen nach. Vom europäischen Patent an schaut die Kurve und die ist schön mit der FH. Die Anmeldungskurve am europäischen Patentamt schaut so aus. So ungefähr aus dem Gedächtnis gezeichnet. Kennt die Kurven irgendwer? Richtig, ich habe leider gerade keine Preise zum... Ich habe auch keinen Schwamm. Kannst du Wasser her schenken? Wasserschwamm? Ja. Ah. Wow. Das ist ja hochprofessionell. So rein als Abschätzung von einem Techniker, wie geht die Kurven nach oben weiter? Sie wird immer steiler. Ja, wie man sieht, sind die Patentämter auch dieser Meinung. Was sehr, sehr spannend ist an dieser Geschichte, ist, es heißt ja immer, wer braucht die Patente, damit die Innovation steigt. Das hier in der Mitte, wo ist mein Laserpointer? Wurscht. Das hier in der Mitte ist, wie man brav drüber lesen kann, also wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, die
Der Unterschied zwischen den Patenteinreichungen und den tatsächlichen Ausgaben für Entwicklung und Forschung. Also ich würde jetzt prinzipiell einmal davon ausgehen, dass diese Geschichte mit dieser Entkoppelung zwischen tatsächlicher Forschung und Patentiererei so weitergeht. Hat jemand eine Abschätzung, was das für die exponentielle Kurve heißt? Wird die dann eher abflachen oder? Hätte ich jetzt auch so gesagt. Das Schöne an dieser Folie ist, dass man da auch den Zugang von Patentämtern zur Mathematik ein bisschen nachvollziehen kann. Jetzt bei der Geschichte auf der Seite sieht man, welches Patentamt wie viele Anmeldungen quasi von außen und wie viele eigene Anmeldungen haben. Und was ich sehr, sehr spannend gefunden habe, war, dass das Europäische Patentamt 51% Fremdanteil hat, aber unter der Linie ist mit den meisten Applikationen von draußen. Ja, also ich habe das in der Schule anders gelernt, ich weiß nicht, wie das bei euch auf der FH unterrichtet wird. Aber ich glaube, ich würde den Aufnahmetest fürs Patentamt wahrscheinlich, also spätestens bei Prozentrechnung werde ich wahrscheinlich scheitern. Die Planung geht ein bisschen weiter in die Richtung, man möchte halt die Arbeit mehr aufteilen und wie man da sieht, die Zusammenarbeit geht Richtung globales Patentsystem. Das ist also jetzt nicht irgendwie so ein Gerücht von wegen, die machen das irgendwie so heimlich und Verschwörungstheorie. Das differiert nur ein bisschen. Also bei uns in Europa sagt man den Politikern, na, bei uns ist was extra, wir sind nicht so wie die Japaner, wir sind nicht so wie die USA. Die Japaner sagen, also wir können uns nicht erklären, was die Europäer da immer haben mit ihrem, wir sind eigen, weil eigentlich arbeiten wir alle miteinander, dass das nicht so ist, aber die verstehen manchmal nicht, was unser europäisches Patentamt so an Public Relation treibt und fragen dann nach, wie habt ihr das gemeint? Habt ihr vor, dass ihr da irgendwie ausschert und dann sagt das Europäische Patentamt, na, das ist eh nur für die Politiker. Und was im Kontext auch noch recht interessant ist, nämlich für uns als Linux-Wochler oder die mit dem GNU drauf, ist, dass man 2008, als man die Daten von 2005 verwendet hat, um ein Papier zu schreiben, bereits sowas wie Open Innovation am Patentamt bemerkt hat und bemerkt hat, es geht irgendwie alles ein wenig am Patentamt so möglicherweise vorbei. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass das japanische Patentamt die Zeit in Äras einteilt, nämlich in eine Pro-Patent-Ära bis ungefähr 1880, also bis zum Thomas Edison ungefähr. Dann danach war eine Zeit, in der es den Patentämtern nicht so gut gegangen ist. Das ist dann die Anti-Patent-Ära und seit 1980 haben wir wieder Pro-Patent-Ära und das mit Grün ist jetzt nicht so ganz beschriftet, aber spricht wahrscheinlich von der Farbe her auch für sich und die Erfahrungen, die man halt einfach so macht, ist, das ist wahrscheinlich die wir dürfen tun und lassen, was wir wollen Phase. Und ich suche noch nach ein paar ganz charakteristischen Stichwörtern auf diesem Ding. Aber ich glaube, ich habe es eh auf der Folie auch drauf. Ja. Die Probleme von den Patentämtern, die Anmeldungen steigen exponentiell. Was jetzt einmal so per se nicht schlecht ist, weil, so sagen die Patentämter, das ist eine Reflexion von der weltweit steigenden Innovation. Das sehe ich im Grunde auch so, nur haben wir das letzte Jahr schon festgestellt, ihr als FH würdet es wahrscheinlich relativ locker schaffen, ein österreichisches Patentamt vollständig auszulasten.
dauert einfach eine Zeit, bis man das alles gelesen hat, bis man das angestempelt hat und das gehört ja dann auch verwaltet und drumherum. Das heißt, um jetzt wirklich so Österreichs Innovationskraft zu bündeln, gehört eigentlich neben jede FH so ein Patentamt. Aber da haben die Unis ja noch nichts eingereicht. Also bauen wir neben die Unis auch noch Patentämter hin und ja, die Firmen die sollten ja vielleicht auch noch irgendwie, also das, man sieht das mit exponentiell und dass das so super ist, das hat irgendwie auch einen leichten Haken im Workflow. Trotzdem ist es auch immer noch so, dass die KMUs in dem Game überhaupt noch nicht so wirklich mitspielen. Das heißt, was wäre so ungefähr, es waren ein paar Leute von der Wirtschaftskammer da, wie viel Prozent der Unternehmen in Österreich KMUs sind? So, Pi mal Daumen, ausgeschätzt. 90. Bitte? 90. 70? 5. Ich weiß gar nicht, ob es echte Zahlen dafür gibt, aber die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren auch immer so in dem Bereich zwischen 70, 80, 90. Die spielen da alle noch nicht mit. Ist aber ein erklärtes Ziel, dass die auch so sind, weil es irgendwie blöd, wenn nur die großen Player patentieren und die kleinen dann nichts mehr übrig bleibt. Was zu weiteren Geschichten führt, nämlich Kosten und ein großer Kostenfaktor sind natürlich auch die Sprachen, weil ein europäisches Patent ist halt so eine Geschichte. Jetzt sind wir in Österreich und in Deutschland dann eher weniger, also wir würden vielleicht nur sagen, okay, wir akzeptieren Englisch als Standardsprache. Weil wer einen technischen Unterricht hat, wer irgendwie aus der Technik rauskommt, der wird sich mit Englisch, der wird sich da reinfinden. Das schaut in Spanien und in Italien ein bisschen anders aus. Ja, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die kommen nachher noch. Lösungsansätze für dieses Problem. Predictability, also als Patentanmelder möchte ich gern vorhersagen können, was bei meiner Prüfung rauskommt. Wer ist denn da noch auf der FH oder in irgendeiner anderen Schule? Wer ist nicht mehr in einer Schule? Wer ist sich nicht so ganz sicher? Für die, die in der Schule sind oder die sich noch gut erinnern können, was heißt denn Vorausberechenbarkeit bei einer Prüfung? Wird das eine eher schwerere Prüfung sein oder wird das eine eher leichtere Prüfung sein? Also wer ist für eine eher schwerere Prüfung? Wer ist für eine eher leichtere Prüfung? Wer ist sich nicht so ganz sicher? Aber ich sehe doch, es geht doch deutlich Richtung, die Prüfung wird ein bisschen leichter sein. Das ist ja tatsächlich auf den Patentämtern so. Dort hat man einfach gesagt, eine schwere Prüfung, also so ein richtiges Durchprüfen, ist eigentlich blöd, weil man hat kaum wirklich so die Möglichkeit, ebenso wie ich vorher gesagt habe, ne? Sudoku ist viel Leistung, ne? Aber was bringt das? Ne? Ist ein Sudoku zu lösen jetzt zum Beispiel patentwürdig? Was ist technisch? Was ist nicht technisch? Was ist eine Erfindung und was hat sie ergeben? Solche Sachen, Pi mal Daumen zu bewerten, war eigentlich früher so die hehre Rolle des Patentbeamten. Da hat man aber gesagt, das ist ein bisschen ein Problem, weil das ist ja auch sowas wie, ja, man kann es nicht abschätzen. Ne? Man bastelt eine in ein Patent oder in 10 oder in 15 und dann weiß man nicht, was kommt da raus bei der Prüfung. Man nennt es dann Prüfungswillkür, weil das ja dazu führt, ne, wenn ich es da nicht kriege, dann gehe ich dort und wenn ich es dort nicht kriege, dann nehme ich mir nur ein anderes Patentamt und irgendeiner wird es mir schon geben. Das heißt, wir ersetzen einfach die Schwelle für die Patentierbarkeit nach unten. Das hat auch noch einen wesentlichen Vorteil. Es erlaubt nämlich, die Patente schneller abzuarbeiten. Frage an die Techniker-Community, dass man die Patente schneller abarbeiten kann oder nicht. Ist das, welche Form von Funktion ist das? Ist das linear oder ist das exponentiell? Ah, da sind nur mehr wenige in der FH. Das ist eine lineare Funktion, weil ich kann ja nicht exponentiell schneller arbeiten. Ne? Ich kann nur, wenn ich den Aufwand verringere, wird das, für die sich nur erinnern können, exponentiell und linear, also man kriegt exponentielle Funktionen mit linearen einfach nicht unter Kontrolle. Das ist halt, geht nicht. Ne? Allerdings, wenn ich mir das mit dem Prozentrechnen anschaue, habe ich so das Gefühl, diese Geschichte mit der Kurvendiskussion wird noch eine Weile dauern, bis bei den Patentämtern aufschlagt.
Der zweite Lösungsansatz ist Public Relation. Ich habe das extrem spannend gefunden, dass bereits die Softwarepatentdirektive keine Gesetzesänderung war, weil man was ändern wollte, weil sie haben es eh schon alle gemacht. Das war nur mehr eine reine Public Relation Aktion, weil man macht Softwarepatente und keiner kommt. Das ist irgendwie blöd. Also hat man sich gedacht, machen wir ein Gesetz, weil wenn wir ein Gesetz machen, dann ist das sowas wie Public Relation, dann wissen das alle, dann kommen die. Der neueste Ansatz, ganz neu, 2012, Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, die Freigabe des Europäischen Parlaments für den neuen Patentgerichtshof. Der ist jetzt dann die oberste Instanz für Patentstreitigkeiten, wird vom Europäischen Patentamt beschickt. Das heißt, die werden hundertprozentig diesen Patentkurs ändern. Oder nein, doch wahrscheinlich eher nicht. Das sind nämlich dieselben Leute, die vorher die Strategie im Europäischen Patentamt gemacht haben, die dann nachher beim Patentgerichtshof sagen werden, ja, das ist gut oder nein, das ist weniger gut. Und dieser Europäische Patentgerichtshof, ratet einmal, was denn die schwierigste Frage war bei der Gründung dieser Institution, was denn da zu lösen war? Wo der Sitz ist. Wo der Sitz ist, genau. Der ist jetzt in Paris, aber auch ein bisschen in München und wo war es noch? Habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Es ist ja eigentlich wurscht. Nein, und in London. Ratet einmal, welche drei Sprachen dieses Patent umfassen wird. Also, gut, braucht man nicht raten. Das ist übrigens der Grund, warum beim Europäischen Patentgerichtshof Italien und Spanien nicht dabei sind. No, nein. Die grobe Frage ist halt, was kann man da tun? Also wie kann man das alles besser machen? Andere Vorschläge, zu dem kommen wir dann nachher. Der nächste Wahnsinn, Urheberrecht. Und nur ein kleiner Ausflug, wir haben das in zwei oder drei Vorträgen vorher schon mal gehabt, darum habe ich nicht besonders viel an Info reingesteckt. Leistungsschutzrecht, bei uns in Österreich angeblich noch kein Thema. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil erstens übernehmen wir eh so gut wie alles, was aus Deutschland kommt, und zweitens ist das so doof, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir dran vorbeigingen. Ich weiß auch nicht, warum das Leistungsschutzrecht heißt, weil eigentlich müsste es Unfähigkeitsschutzrecht heißen. Im Endeffekt, global zusammengefasst, geht es beim Leistungsschutzrecht ja darum, dass Google keine Snippets von Inhalten von Zeitungen oder ähnlichen Mediencompanies anzeigen soll. Oder doch, aber dann wenigstens ein bisschen dafür bezahlen. Wenn man sich nochmal daran zurückerinnert, was macht Google eigentlich? Also wer hier weiß, was Google tut? Gut, den Rest. Was tut Google nicht, genau. In dem Kontext ist Google halt klassisch Suchmaschine und zeigt halt die Dinge an, die irgendwo auf einer Webseite von einer Zeitung herumliegen. Warum muss Google das machen? Weil es die Zeitungen und andere Medien noch immer nicht gebacken haben, sich irgendwo sowas wie ein Medienrepository oder ähnliches hinzustellen, was sie auch nicht backen werden, weil es man kann ja nicht zusammenarbeiten, wenn alle dieselben Nachrichten gleichzeitig an dasselbe Publikum verkaufen wollen. Also sowas wie, wir sparen uns das mit Google, weil wir machen uns die Suchmaschine selber. War ja auch viel einfacher, weil wir haben ja die Daten. Also Google kommt da von außen und probiert irgendwie herum zu interpretieren, was haben die da gemeint, wo kann ich das einsortieren. Die Mediencompany hat die ganzen Daten, kommt diesen Index eigentlich recht locker aufbauen, will aber nicht. Und dieses Nicht-Wollen, wie man sie jetzt quasi von Google auch noch bezahlen lassen. Und es funktioniert. Warum nicht? Okay. Urheberei.
Die Geschichte mit den Urhebern, beziehungsweise muss man da ein bisschen differenzieren, weil es mittlerweile zwei Gruppen von Urhebern gibt. Es gibt die, die sich über irgendwelche Sachen aufregen und den anderen erklären, dass die Welt gleich untergeht. Und es gibt die Leute, die mit Software Geld verdienen und irgendwie nicht so ganz mitgekriegt haben, wo das Problem beim Urheberrecht sein soll. Für den großen Kontext ist es einfach so, dass sie dieses Recht, das hat früher nur ein paar Spezialisten betroffen. Das war halt so, ja, unter den Leuten im Medienbusiness, vielleicht nur ein bisschen rundherum, aber mittlerweile reicht dieses Recht einfach aufgrund von den Deals, die damals verhandelt worden sind, bis in jedes Kinderzimmer, wo es einfach darum geht, darf man das jetzt runterladen oder nicht und darf ich das vielleicht an Freunde schicken oder nicht. Das ist dann alles, wie hat ein Bundeskanzler gesagt, sehr kompliziert. Dann kommt noch in der ganzen Geschichte dazu, dass es nicht nur diese Urheber gibt, die da Werke machen, also die innovativ sind, sondern dass in diesem ganzen Pool noch jede Menge andere drinnen stecken, wie Produzenten, wie Vertriebler. Und die haben auch teilweise ein bisschen widersprechende Interessen und kennen sie alle nicht so besonders aus. Also man wird immer wieder ernüchtert, wenn man mit Standesvertretern oder mit anderen in diesem Klüngel redet und einmal so auf den Tisch klopft und einfach sagt so, wie stellt sich das jetzt rechtlich vor? Ja, wissen wir nicht. Was ist eigentlich so das Problem? Ja, wissen wir auch nicht, aber wir haben Angst. Ja, aber könnt ihr irgendwie so sagen, was ihr euch da vorstellt? Nein, aber über Technik wollen wir nicht reden, das geht uns nichts an. Ja, aber wir reden schon über Internet und Urheberrecht. Ja, ja, reden wir schon. Wir haben Angst. Und auf der anderen Seite haben wir halt schon gewisse leichte Pflänzchen in der Netzpolitik. Da gibt es in Österreich bei einigen Parteien was, wo sich was rührt. Und natürlich hat es auch noch die Piraten, ich verbeiß mir jetzt einen Haufen blöde Meldungen, die Piraten gegeben, die natürlich auch noch bei den Urhebern für Panik gesorgt haben, weil man hat ihnen ja zugetraut, dass sie das Urheberrecht komplett abschaffen. Warum auch immer. Was zu einer sehr künstlichen Aufregung in Österreich geführt hat, so genau in dem Moment, wo ACTA so richtig hochgekocht ist, hat es dann, ich muss da immer aufpassen, dass ich nicht Kunst hart rechts sage, gab es dann so eine Mischung aus ACTA-Cheerleading und wir hätten bitte gerne eine Festplattenabgabe und wir haben ein Recht auf diese Bezahlung und deswegen muss man uns ein Gesetz schreiben, wo man denkt, Moment, also wenn ich jetzt ein Recht auf was habe und irgendwer muss ein Gesetz schreiben, damit ich das Recht kriege, dann habe ich ja eigentlich kein Recht auf das Recht, das ich habe. Und natürlich waren irgendwie überall Piraten, weil überall, wo man so hinkommt und sagt, bitte, ich hätte gerne und das Internet gehört gesperrt und überhaupt umgebaut und mir taugt das alles nicht, stößt man natürlich relativ schnell auf dasselbe Verhalten, auf das auch die Netz-Community stoßt, wenn die hinkommt und sagt, hey du Politiker, wir bauen das jetzt um. Und sagt, ne? Da auf einmal waren überall Piraten. Nun habe ich nicht besonders viel Zeit übrig, aber es gibt, und das ist sehr nett, sehr viele Studien über die Schäden von Piraten. Was ich noch herzeigen mag, ist, das hier ist die Kurve, die mit, also das ganze Ding ist ein bisschen schwindelig, das muss ich dazu sagen, also man kann dem nicht so hundertprozentig vertrauen. Und das ist H2P, dieses Three-Strike-System, das in Frankreich eingeführt worden ist. Das tatsächlich Interessante an dieser Kurve ist, dass die Veränderung im Markt passiert ist, als H2P im Parlament abgelehnt worden ist. Das ist der eigentlich interessante Punkt. Das ist nämlich genau dort, wo Blau und Rot auseinandergehen. Kurz danach ist die Ablehnung. Und erst so ungefähr da, bei Oktober 09, wenn man das nur lesen kann, da ist das Ding erst durch und das da sind die ersten Warnungen, die rausgegangen sind. Und man sieht in der Kurve, dass der Effekt dieser Warnungen so ziemlich null ist. Was jetzt im Endeffekt nur heißen kann, dass alle Leute, die so
richtig Raubkopierschäden verursacht haben. Die haben sie bei den ersten Warnungen angefangen zu fürchten, sind dann per Zeitreise zurück und haben ihr Verhalten dann da eingestellt oder sind da kaufen gegangen. Also schwierig. Auch die andere Geschichte, die dann oft als Beweis verwendet wird, das ist eine Studie über die IP-Enforcement-Einführung in Schweden. Die ist aus mathematischem Blickwinkel schon mal einen netten Blick wert, weil man da einfach sieht, wie fälsche ich eine Studie. Und hat auch denselben Effekt, von wegen, man muss dann so wirklich mit der Zeitreise nach hinten, weil die Effekte fangen alle zu einer Zeit an, wo es IP-Enforcement noch nicht gegeben hat. Man muss allerdings dazu sagen, die anderen Dinge, die da kommen, also so von der Gegenseite, von wegen es gibt keine Piracy-Schäden, die sind auch alle ziemlich schwindlig. Also so richtig, das sind Bilder aus der Demonstration von Kunst hat Recht für die Festplattenabgabe. Die sind ein bisschen unterwandert worden. Ich habe das recht witzig gefunden. Was ich ganz besonders witzig gefunden habe, ist, dass die Presse komplett diese Headlines übernommen hat und von den tatsächlichen Headlines nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das Dumme ist allerdings, wenn man da jetzt als Vertreter von so Urheberinteressen stark dahinter ist und sich dann mit solchen Sachen konfrontiert sieht, rundherum die Fälle wegschwimmen. Es gibt da eine sehr passende Beschreibung dafür. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt den Österreichern, aber ich habe sehr viele Kontakte auch nach Deutschland und was sich in Deutschland im Moment in der Urheberszene abspielt, passt ziemlich gut zu diesem ICD-Code, das ist, ich habe es schon wieder vergessen, der International Code of Diseases, aber das ist, ich weiß nicht mehr, welche Belastungsstörung das ist. Aber es passt einfach so wunderbar und auch da die Frage, was tun? Wie viele Minuten habe ich noch? 10 Minuten. Passt. ACTA, die Lösung für alle diese Probleme ist nämlich Enforcement. Wir wissen nicht, wo wir hinwollen, aber wir steigen aufs Gas, dann sind wir schneller dort. Was war eigentlich dran? Über ACTA hat es unglaublich viel doofe, blöde Fehlinformationen von allen Seiten gegeben. Beispiel war die Europäische Kommission, die gesagt hat, oh, das ändert ja nichts. Genauso wie dieses Anonymous-Video von wegen, ja, da werden die Leute am Flughafen durchsucht und die Handys und die MP3-Player aufgemacht. Alles ein Blödsinn. Eins der Probleme von ACTA, mal ohne diese Geschichten, ACTA war schon allein deswegen problematisch, weil man versucht hat, über Freihandelsabkommen das Mitspracherecht des Europäischen Parlaments zu kappen. Weil normalerweise muss das Europäische Parlament bei so einer Geschichte in einem doppelten Entscheidungsverfahren bla 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 eingebunden werden. Beim Freihandelsabkommen geht die Kommission einfach hin, verhandelt das und sagt dann, das haben wir verhandelt, jetzt müsst ihr ja sagen. Das Zweite, was interessant ist, ACTA wurde ja aus der japanischen Wirtschaftsdelegation vorgeschlagen und war Teil des japanischen Wiederaufbauprogramms. Grundsatzfrage, ne? Wann jetzt Euros nach Japan gehen sollen oder Yen? So mal Frage ans Publikum. Sind es dann japanische Euros? Wer ist da dafür? Sind es amerikanische Euros? Ja, auch. Ja, auch. Sind es europäische Euros? Ja, ganz besonders viele, weil einer der Gründe für ACTA war nämlich, dass wir die ganze Zollkontrolle von allen Sachen machen, die über China und Talala in die europäischen Häfen und dann weltweit verteilt werden. Das war einer so von den Hintergründen. Und das Zweite war natürlich, dass die Japaner festgestellt haben, cool, auf unserem Patentamt patentieren eigentlich nur Japaner. Das lässt sich ausnutzen, wenn wir ein bisschen Freihandelsabkommen machen, wo wir da noch draufdrucken. Für uns aber interessant war eine Geschichte in ACTA, die ganz klar drinnen gestanden ist, nämlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Rechtsdurchsetzung. Genau das war der Sprengstoff, weil
Wenige Leute haben gewusst, worum es dabei geht. Alle haben gesagt, also so die Kommission hat gesagt, das ändert ja nichts. Aber kaum war das Ding auch noch irgendwie in Gefahr, hat es einen Aufschrei der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland gegeben, ja, das muss unterschrieben werden. Der Dieter Nuhr hat einen sehr, sehr seltsamen Ausritt ins politische Kabarett gemacht. Ich bin froh, dass es bei diesem einen geblieben ist. Und es gab massives ACTA-Cheerleading in Österreich und ein bisschen zeitverzögert dann auch in Deutschland. Was steckt wirklich dahinter? Die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist nichts anderes gewesen als H2P, also Provider-Auskunftspflicht, kombiniert mit diesen X-Strikes, wie man es im H2P gehabt hat, und nennt sich Modell der vorgerichtlichen Mitwirkung und schaut so aus, wie man sich das im Prinzip vorstellt. Ich mag das jetzt nicht alles vorlesen und ihr müsst das auch nicht lesen, aber so habe ich ein bisschen Zeit zum Trinken gehabt. Im Endeffekt, so wie man es sich vorstellt, es werden irgendwo Warnhinweise gesammelt, die werden an den User geschickt, hat er 5-mal, 10-mal, 15-mal nicht reagiert und sein böses Verhalten nicht beendet. Dasselbe wie jetzt, die IP-Adresse bzw. seine Daten gehen an einen Rechteinhaber und es kommt der Brief vom Anwalt. Im Grunde ist das alles ganz einfach. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an das Märchen von Hase und Igel erinnern kann. Als H2P eingeführt worden ist, hat mir das irrsinnig gut gefallen, wegen diesem völkerverbindenden Aspekt, weil es gab plötzlich amerikanische VPN-Provider, die neu angefangen haben und als erstes Seiten in Französisch gebaut haben. Im Endeffekt muss man sagen, seit H2P ist das Verschlüsselungsverbot in Frankreich, das dort noch ein bisschen enger gesehen worden ist als im Rest von Europa, Geschichte. Wir steuern allerdings über diese Eskalation einfach auf die Frage zu, wie schaut es mit einem Verschlüsselungsverbot für privaten Traffic aus? Weil im Endeffekt wird Peer-to-Peer-Traffic, wenn einmal die Kinderkrankheiten, die da jetzt drinnen stecken, weg sind, natürlich ein Riesenproblem sein für die Rechtsdurchsetzung, weil Peer-to-Peer-Traffic heißt, ich schick's dir und wenn das Ganze auch noch verschlüsselt ist, dann kann es keiner mithorchen. Und wir hatten gegen Ende letzten Jahres bereits den Versuch in der ITU, der Internationalen Telegrafenunion, quasi so die Regeln des Internets zu übernehmen. Das ist schiefgegangen und zwar ziemlich. Also die amerikanische Delegation ist aufgestanden und gegangen, weil plötzlich die Russen und die Chinesen ihre Liebe fürs Internet und ja, die böse Kinderpornografie und wir müssen die Leute schützen entdeckt haben. Und wer sich noch erinnern kann, das werden jetzt ganz, ganz wenige sein, die ITU hat schon einmal versucht, ein Internet zu normen. Da gab es pro Land, wenn ich mich richtig erinnere, 1000 Serviceanbieter. Der Rest war halt Clients. Das war Bildschirmtext, Version 2, die dann nie aufgetaucht ist, weil das Internet schneller war. Aber das ist natürlich eine Zukunftsvision, die heute eine Konkurrenz ist zu dem, was wir jetzt das Internet kennen. Aber keine Panik, die Rolle ist nämlich schon besetzt. Und Darknet ist cool. Also Friend-to-Friend-Networking klingt natürlich viel schöner. Und auch wenn diese Projekte derzeit noch in den Kinderschuhen sind, kann ich jedem empfehlen, da ein Auge oder zwei drauf zu werfen, mit einem entsprechenden technischen Hintergedanken dabei, also nicht jetzt einfach so als User hergehen und sagen, wow, geil, jetzt kann ich da falsch scheren, sondern Hirn eingeschaltet lassen. Diese Dinger sind noch nicht einmal Alpha, aber sie zeigen Ansätze, die cool sind und sie haben natürlich, wie alle diese Projekte, den Nachteil, dass sie nicht unbedingt so wirklich mit Geld versorgt werden, dass sie da viel tut, aber es tut sich bei all diesen Projekten langsam und stetig was. Also die Dinge werden wir in einer größeren Breite sehen. Das ist ja unglaublich. Weil ich bin fertig. Danke. Ha, und jetzt Fragen. Keine Fragen? Wer ist sich nicht ganz sicher?
Beispiele. Ich bin nicht hundertprozentig mit dem Leistungsschutzrecht in Deutschland. Was ich weiß, ist, dass die Gesetzesvorlage ziemlich verbastelt worden ist. Also es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist in der Presse. Was noch aussteht, ist irgendwie so das Match in der Realität. Also so diese Geschichte von wegen, wann versuchen die ersten Verlage was von Google einzufordern und was macht Google dann? Werfen sie es aus dem Index? Zahlen sie? Dann wird es finster für die Verlage. Also hatte man in Belgien, glaube ich, Belgien oder Holland, war die Geschichte schon mal, dass die Verlage gesagt haben, nein, wir wollen Geld. Und Google dann gesagt hat, okay, dann seid ihr nicht im Index. Das hat sich dann sehr schnell erledigt. Ja, wie kriegt man das Problem mit den Patenten in den Griff? Ah ja, gute Frage. Meine Antwort, und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht die Antwort aller Leute in der Community. Meine Antwort ist gar nicht. Lasst es an die Wand fahren. Es ist eine exponentielle Kurve, so lange kann das nicht mehr dauern. Naja, kann sich das gute Leute, die gute Ideen gehabt haben und jetzt sagen, nein, ich muss jetzt nicht zum Patent oder ich schäme nicht dran, weil ich habe eh sowieso nichts davon. Wenn die jetzt darauf verzichten, wird das einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden wieder mal herbeiführen. Die wäre für uns, für Europa. Kurzfristig, sehr kurzfristig, würde ich davon ausgehen. Also, ich würde im Moment jeden, der mich ehrlich nach seiner Meinung fragt und der sagt, soll ich was patentieren oder nicht, würde ich sagen, rechne das durch, wenn sie sich rechnet, patentiere es. Das kann man ja bloß nicht rechnen. Das ist ja absolut nicht notwendig. 40.000 Euro, europäisches Patent. Auf die billige, muss man dazu sagen. Bitte? Genau, auf die billige, wenn alles gut geht, wobei auf der anderen Seite Einsprüche gegen europäisches Patent, damit kannst du eh erst in 8, 9, 10 Jahren rechnen, das dauert ja alles eine Zeit. Das ist ja nicht wirklich kompatibel, wie die KMU zu ansprechen, das ist ja interessant für Großkonzerne. Natürlich nicht, das liegt in den Schubladen herum. Wir haben das damals bei der Softwarepatentdirektive ausgegraben. Es gab die Idee einer Patenthaftpflichtversicherung für europäische Betriebe. Also neu, der Punkt ist Haftpflicht. Ja, jeder zahlt ein. Um zumindest die Vorphase von Patentstreitigkeiten zu erledigen. Da hat man auch geschätzt, es wird so 25.000 bis 40.000 Euro kosten, dass sie zwei Anwälte zusammensitzen und einmal schauen, verletzt ihr das überhaupt, das Patent oder nicht? Weil wer schon mal ein Patent gelesen hat, der weiß ja, gilt dieses Patent jetzt für die komplette Kostenrechnung? Gilt das für das, was ich mache, oder ist es was anderes? Ne, das müssen die Anwälte klären, weil die Leute, die was davon verstehen, können sie ja nicht lesen. Und die Versicherungswirtschaft hat damals gesagt, nein, danke, das wollen wir nicht. Das ist uns irgendwie ein bisschen, das zahlt uns keiner. Also das Thema KMU und Patent würde ich jetzt einmal alleine aus der Ebene von damals, und das war vor der letzten kleinen Reform am Europäischen Patentamt, als gegessen betrachten. Ein Patent für ein KMU ist im Endeffekt eine gute PR-Aktion, wenn du auf der Suche nach Investoren bist. Mehr ist es nicht wert. So kannst du das rechnen. Ne? Du kannst sagen, okay, patentieren kostet mich 100, 200, 300.000 Euro, je nachdem wie viel, weil eins alleine schaut auch blöd aus. Ne? Also du brauchst dann ja dann eh, ich habe einen roten Lutscher, einen gelben Lutscher und einen blauen Lutscher. Da geht einiges an Geld drauf und wenn du sagst, okay, damit kriege ich aber Förderungen von so und so viel Euro, dann mach's. Wenn du das nicht ausgeben kannst, dann nimmst du halt ein österreichisches Patent. Das geht weit billiger her. Hast natürlich weit weniger Rechtsschutz, aber Rechtsschutz und Patent ist sowieso so eine Geschichte. Nimmst das als Marketingzettel und hat für ein KMU irgendwie so diese Geschichte von wegen, schaut, ich habe mich professionell darum bemüht. Dass du das vor Gericht durchbringst gegen Kapsch oder gegen Northrop Grumman oder Hallo, ich meine, der Prozess rennt, ist der lebst nicht mehr. Und
im Endeffekt gibt es auch ganz wenige Prozesse. Ich weiß von so gut wie, also es gibt einen Einspruchsprozess bei Softwarepatenten, den führt der FFI. Das ist das berühmte Amazon-Patent. Wir selber sind in Europa keine Rechtsstreitigkeiten jetzt wirklich zu expliziten Softwarepatenten bekannt. Weder, dass irgendjemand hingeht und sagt, du hast verletzt, ich will von dir, nur dass irgendwie Einsprüche macht, weil bei einem Einspruch fällt ja vielleicht sogar nicht ein eigenes Patent um. Wird das in Europa gemacht? Das ist aber, das was ich kenne, ist das Designpatent. Das ist wieder eine andere Geschichte. Das habe ich nicht gestrichen, aber das ist... Ja, aber das war das mit den runden Ecken. Ja, genau, das war das mit das ein flaches Gerät mit runden Ecken und schwarzem Design. Vorsicht, das ist kein Patent, das ist wieder was anderes. Das habe ich nicht. Auch ein anderes Immaterialgüterrecht, nämlich. Gebrauchsmuster, ja. Bitte? Das war das Gebrauchsmuster. Das Gebrauchsmuster, genau. Und beim Gebrauchsmuster kannst du im Endeffekt viel eine jogeln und wegen jedem Schaß einen Prozess anfangen, weil zwar mit genügend Geld sich finden, dann muss halt der Richter irgendwann einmal sagen, pff, ne? Also die Sachen, die in der Praxis bei mir, ich bin beim Kunst- und Kulturverein und bei anderen Sachen tätig, aufschlagen, sind meistens relativ schnell aussortiert, weil ja, da kommt halt dann irgendein deutsches Restaurant drauf, das von einer Webseite das Login oben steht und ein von ihr erfundenes Gericht hast auf ihrer Speisekarte genauso und sie sagt, ich habe da aber jetzt das Urheberrecht und dann schaut man nach, sieht man ja, einen Musterschutz hat es, aber für Speisen und Getränke und der Slogan ist auf einer Webseite von Steineklopfer, der da Skulpturen macht. Das Niveau ist dermaßen gering unter den Amateuren, unter den KMUs, dass Rechtsstreitigkeiten dann meistens gleich am Anfang im Sand verlaufen. Und die Profiplayer sind halt eine eigene Liga. Das sieht man an diesen Geschichten bei eben dem Wunsch der Patentämter, mehr KMUs zu kriegen. Und es, was noch immer gültig ist, ist einfach diese Aussage von Microsoft damals, die einfach gesagt hat, wir brauchen es nicht, die ganze Patentiererei, aber solange es gibt, müssen wir mitspielen. Das ist in Wirklichkeit die Zusammenfassung schlechthin. Und aufs Gas steigen, wo es geht. Also, wie gesagt, das ist eine exponentielle Kurve, wir werden es da warten können. Die Vorschläge, die mittlerweile aus dem, ich sage einmal, das Patentsystem unter Anführungszeichen, das sind ja verschiedene Lobbying-Gruppen, verschiedene Gruppen, auch manche, die recht okay sind. Und es gibt sogar irgendwie so eine freie Software-Lobbying-Community für Patente, wo Red Hat irgendwie auch angestickelt ist und Google natürlich auch und so. Tralala, wo so Vorschläge rauskommen, wie ja, man könnte doch so ähnlich wie Wikipedia eine freiwillige Initiative zum Korrigieren von Patenten machen. Also so ein Ort. Ja, ne? Genau. Also man merkt einfach an den Vorschlägen schon, dass das Verzweiflungsniveau schon ziemlich hoch ist. Und wenn man mit Prüfern vom Europäischen Patentamt redet, dann. Die trinken viel Bier. Ja. Du musst dir vorstellen, du bist Bester oder Zweitbester, Drittbester in deinem Jahrgang in Physik gewesen, weil nur dann wirst du vom Patentamt aufgenommen, weil die haben ja noch die alten, von wegen, der muss was davon verstehen, der muss das sofort verstehen und beobachten und beurteilen können, also muss der wirklich was können. Der war Zeit seines Lebens wirklich gut, versteht viel von Physik, hat vielleicht so als Hobby noch Astrophysik, wo er irgendwelche Sachen noch baut, die kein Mensch mehr versteht, oder macht Mathematikschichten, die weit weg sind von allem, was man irgendwie so lesen kann. Und dann geht er in seinen Bürojob und muss Sachen ausstempeln, wo er sich bei jedem zweiten Patent denkt, na so ein Scheiß, na so ein Scheiß, na so ein Scheiß. Und du verlierst halt als Prüfer bei jedem Patent, das du nicht gibst, das du beeinspruchst, Geld. Weil du wirst ja für das Abhandeln dieses Einspruchs, so ist mir erzählt worden, ich bin selber nicht dabei, nicht bezahlt. Also, warten bis es kracht. Lang kann es nicht mehr dauern. Und publizieren. Publish early, publish often, prior art. Ja, genau, danke, danke, danke. Das Wichtigste habe ich vergessen. Es gibt ein Patentamt, das besser ist. Also, es gibt eine Alternative zu Patentämtern.
die tut fast alles das, was Patentämter machen. Weil Patentämter sollen den Fortschritt, den technologischen Fortschritt der Menschheit dokumentieren. Sie sollen dafür sorgen, dass das veröffentlicht wird, damit man darauf Zugriff hat. Und sie sollen denjenigen, der dazu beiträgt, belohnen. Und sie geben ihm zu dieser Belohnung ein Monopolrecht. Bis auf diese Geschichte vom Monopolrecht trifft alles andere auf freie Software auch zu. Also einfach mal so durchüberlegen, von wegen, gibt es großes Patentamt? In Wirklichkeit dann ist es dasselbe. Bis halt auf die Geschichte mit den Monopolrechten. Und wenn ich auf die Monopolrechte verzichten kann, naja, also danke für den Tipp, ganz wichtig, publizieren, bei dem Softwarebereich, freie Software, GPLv3, GPLv4, wenn es einmal eine gibt. Bitte? Die Affäre auch schon bitte, wenn es noch möglich ist. Warum? Weil wegen der Affäre-Klausel, ganz einfach, weil im Moment alles ins Web geht, immer mehr. Und die Affäre-Klausel sorgt dafür, dass der User, der vor dem PC hat, sitzt, alle Möglichkeit hat, die Freiheiten zu kriegen. Die du mit normaler GPL einfach nicht kriegst. Und deswegen ist die GPL fürs Internet einfach das gleiche wie jede BSD-Lizenz. Ja, vollkommen richtig. Das ist aber auch die Geschichte von wegen GPL-V3. Wobei. GPL-V3 habe ich keine Affärungsklausel drin. Ist die nicht drinnen? Nein, eben nicht. Muss ich mal gucken. Aber wie gesagt. Deswegen gibt es auch GPL-V3. Mhm. Ja, cool. Guter Hinweis, ja. Ja, klar. Danke.